Die Fischproduktion. Das würde doch noch gehen. Ich meine, hier habe ich doch Verpackungsmaterial irgendwas. Und das wird ja auch nicht weniger, bevor das hier im Wasser, im Meer landet als Mikroplastik. Kann man es ja auch mit dem Zug dorthin karren. Komm, nehmen immer gleich drei Stück hier. Kommt da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fisch und Biomasse raus, dann für hier unten. Achso, wird die Biomasse hier nur oben gelagert? Ja. Und wo geht das hin? Nach hier. Oh Gott, das ist ja auch eine dämische Route hier, dass das so klappt. Was machen die hier? Die bringen landwirtschaftliche Betriebsmittel dort hoch? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Was ich da gebohrt habe. Ja, so ein bisschen verstehe ich es schon noch, aber es ist halt ja, komisch. Vielleicht. So, der fährt es einmal ab hier. Was? 14 Kisten Ersatzteile Rest? Achso, weil er 86 hat. Ja, so, und jetzt haben die für ein Quartal vierfache Produktion. Oder? Doch, ja, genau, vierfach. Was ist mit denen? Die kriegen auch nichts. Wo fahren denn die Züge hin überhaupt? Dort hoch. Guck mal, der Zug kommt durch. Ich meine, wir haben ja so viel Zeug. Ich glaube, da kann man locker mal so einen Zug ja mal so quer über die Karte und nach hier reinschicken. Auch wenn das wahrscheinlich mit diesen quartalsweise mit den Kisten wahrscheinlich nicht klappt. Aber dann haben die halt das Gefühl, dass die nicht vernachlässigt werden. Ersatzteile. Nee, bitte kein 100er. Theoretisch könnte ich eigentlich auch hier einfach mal ein paar Ersatzteile und sowas droppen. Und landwirtschaftliche Betriebsmittel. Weil da habe ich so viel. Von dem Kram. Oh, wer kommt hier an? Ach, das ist für dort oben. So, haben die hier auch hier oben? Also die haben schon genau, da ist ja das Gleis. Ja, sind unsere Verpackungszüge. Der hat ja auch schon vierfache Produktion, aber trotzdem ist es immer nicht so wirklich viel, ne? Weil der Zug auch ewig braucht, bis er voll ist. Aber er unterstützt halt hier so ein bisschen das. Wahrscheinlich könnte man das auch aufteilen, dass ein Teil von den Booten hier dran fährt und die anderen da, aber
Lassen wir es einfach so. Aber wie gesagt, ich könnte hier theoretisch auch... weil hier habe ich es ja noch im Überfluss. Wo nehmen die denn das auf? Hier? Landwirtschaftliche Betriebsmittel. Gut, Ersatzteile haben sie aber wenig. Hier geht es hauptsächlich um die landwirtschaftlichen Betriebsmittel. Das sind nämlich 11 Züge. Und die Ersatzteile sind 2 Züge. Na gut, wobei, wenn ich hier noch was hinbringe, könnte ich ja hier hinten auch hier die... Oh, guck mal, also ist richtig gelohnt hier. Könnte man ja nochmal ein paar... Aber das ist natürlich blöd, ist hier mit der... Das ist dann die Einfahrt zu kurz, die das dann zu blockieren, obwohl das jetzt wahrscheinlich eher auch egal ist. Man muss richtig Verkehr auf die Strecke. Ich mache das einfach zur Unterstützung. Hubschrauber, Flughafen. Ich mache hier einen. Da muss ich wieder so viel planieren. Ne? Gleich hier so hier Lieferflieger. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die das auf dem großen Flughafen auch transportieren können oder ob die da nur dann die. Die kleinen möglich sind. Wo haben wir denn mal einen Flughafen hier? Unten müsste immer sein. Ersatzteile. Hat doch, die Frachtversion könnte man bringen. 300 Kisten. Wie schnell ist er denn? Wo steht denn das? 1000. Das würde sich schon lohnen, ne? Und wenn das einfach bloß ein Flieger pro Dings ist, ja gut, du musst halt wieder den Flughafen hier dazwischen klitschen. Beziehungsweise musst du dann halt dich dann entscheiden, hier, wie machst du es dann? Das ist halt das Blöde. Und du schickst einfach einen Zug hier rein, aber da ist halt blöd, dass es nur eine Viererlänge ist. Aber was machen die denn überhaupt hier? Der holt das ab. Hier ist ein LKW mit Biomasse. Der Biomasse-LKW bringt das dort rein. Ja, ist natürlich klar, dass sich das nicht lohnt. Und was passiert hier? Biomasse, Düngemittel. Ein bisschen komisch ist das hier schon, ne? Aber auch nur ein bisschen. Jetzt so im Rückblick. So, kommen eigentlich jetzt mal die Dingszüge an, ja. Jetzt ist das Biomasse-Ding auch voll. Vielleicht geht das dann mal ins Plus. Wenn das 6 Millionen im Minus hat, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ja, sind jetzt hier ordentlich Nahrungsmittel drin. Die natürlich auch wegtransportiert werden müssen. Mal Züge lohnen. Ich hau nochmal 2 Verpackungszüge raus, einfach. Die dort runterfahren. Zur Verbesserung. Achso, die Frage ist, also es müssten die untersten sein, die untersten 3. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage kommt ja Unterstützung.
von hier. Dann macht vielleicht das Biomasse-Ding auch mehr, ...70 Tonnen Biomasse. Biomasse macht dann vielleicht mehr, die können dann hier mehr machen. Das haben sich wieder 31 Tonnen, 31 Kisten, Landwirtschaft 36. Einfach nur, oh, jetzt ist der im Gewinn hier plötzlich, seit Inbetriebnahme. Und der kann 36 Kisten abschleppen. Und hier geht es ein bisschen besser voran. Vierfach erhöht. Oh, was ich jetzt hier plötzlich von Nahrungsmittel ansammeln. Haben die hier, werden die ja beide angefahren von Nahrungsmittelschiffen? Oder wie ist das jetzt hier? Achso, die teilen sich das auf. Na gut, da könnte man ja eigentlich jetzt hier der höheren Produktivität mal Rechnung tragen und hier nochmal Schiffe raushauen. Wobei wahrscheinlich auch hier irgendwie größere Schiffe eventuell sinnvoller wären, oder? 170, was will ich jetzt? Den hier, ne? Fischmarkt. Der hier ist das ja auch nochmal zwei davon. Dann kann der schon gleich wieder losfahren. Oh, jetzt ist hier Stau. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Das ist jetzt sozusagen ein Deadlock. Na gut, wir können das ja so machen im Prinzip. Dann kann der da schon mal raus. Ist halt ja genau jetzt das aufgetreten, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber wir können es ja fix umbauen.